Bundesliga-Geschichte von 63, von 1963 bis heute, in einer einmaligen Zeitreise und mit einer ganz besonderen Technik, nämlich mit Projektionsmapping. Das kann man in diesem Raum wunderbar sehen, wo wir tolle Effekte einsetzen, um auch gerade die Fußballmoderne und die Fußballvergangenheit in einer einmaligen Show zu zeigen. Natürlich ist der Schiedsrichter ein unverzichtbarer Teil des Fußballs und das ganze Schiedsrichterwesen, das zeigen wir hier in diesem Ausstellungsbereich mit den historischen Pfeifen. Da kann man sich auch selber mal anhören über diese Station, wie die klingen. Wir haben natürlich die historische Entwicklung des Schiedsrichterwesens aufgearbeitet, zeigen aber auch an dieser Station, wie sich das anfühlt, ein Schiedsrichter zu sein. Wir beobachten einen verkabelten Schiedsrichter im Ton, sowohl in der Kreisliga als auch im Profifußball. Ganz tolle Einblicke. Wir beschäftigen uns aber natürlich auch mit Stadionbauten, mit der Entwicklung des Stadions. Hin von einer Sportkampfbahn bis in eine Multifunktions-Arena-Design, was man hier sehen kann. Also auch diese Entwicklung des Fußballs. Und wir zeigen natürlich, das ist ganz wichtig, die Fanszene. Wie leben Fans ihre Kultur Fußball aus? Da gibt es natürlich auch einen eigenen Bereich. Und so langsam nähern wir uns einem weiteren und vielleicht auch dem letzten Höhepunkt. Das ist die Hall of Fame. Die Hall of Fame des deutschen Fußballs hat die Heimat im Deutschen Fußballmuseum, die Ruhmeshalle, mit den führenden Journalisten, Sportjournalisten unseres Landes haben wir die ersten 11 des Herrenfußballs und die ersten 11 des Frauenfußballs gewählt. Jedes Jahr werden neue Persönlichkeiten in die Hall of Fame neu hinzukommen. Und das haben wir in einer besonders kunstvollen, ästhetischen Art und Weise umgesetzt, diese Ruhmeshalle. Ihr folgt mir einfach mit wandelnden Bildern im Raum, die wie frei schwebend sich im Raum bewegen. Wir haben auf dieser Wand alle Fußballnationalspieler und Fußballnationalspielerinnen aus der Bundesrepublik und aus der ehemaligen DDR in Form von Spielerfiguren an die Wand gebracht. Das ist also so der Grundstoff dieser Hall of Fame. Das sind mehr als 1000 Namen, also wirklich jeder, der einmal für Deutschland gespielt hat, chronologisch bewegt sich das im Raum und schleift dann in die Gegenwart. Und auf diesen Namen erscheinen dann die in die Hall of Fame aufgenommenen Spielerpersönlichkeiten, die großen Spielerpersönlichkeiten, die wir hier in dieser Wand auch nochmal zusammengefasst haben. Was sind das für Namen? Im Tor, wir haben eine Gründungself gewählt. Sepp Maier, dann diese Dreierabwehr mit Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Andreas Brehme, Fritz Walter im Mittelfeld, hier ist der große Fritz, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, Günther Netzer, Lothar Matthäus, Matthias Sammer und dann der Sturm mit Gerd Müller, Uwe Seeler und Helmut Rahn. Das sind die ersten 11, die gewählt worden sind und diese Hall of Fame werden wir jetzt jedes Jahr um weitere Protagonisten erweitern. Aber das gibt es natürlich genauso für den Frauenfußball und diese Ruhmeshalle schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Die können wir hier sehen, die allen großen Protagonisten, die der Frauenfußball hervorgebracht hat. Auch Trainer sind natürlich aufgenommen, Trainerinnen wie Tina Theune. Bei den Herren ist es dann Sepp Herberger gewesen. Also die großen Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, denen haben wir hier ein Denkmal gesetzt. Und vielleicht kann man es ein bisschen erahnen. Hier haben wir noch einen Sonderraum, der wie ein begehbarer Film ist. Hier zeigen wir nochmal die Spieler in Aktion, in einem Spiegelkabinett, in einer auch sehr spektakulären Medieninstallation. Und so sieht er aus, das ist unser Award. Und hier am Award der Hall of Fame endet die Tour. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Spaß gehabt und ihr habt vor allen Dingen Lust bekommen, die Dauerausstellung
auch wirklich physisch zu betreten und nicht nur virtuell wahrzunehmen. Es lohnt sich. Wir haben mehr als 1600 Exponate in der Ausstellung. Wir zeigen mehr als 25 Stunden Filmmaterial. Wir haben alles zu den Vereinen in Deutschland, in der Bundesliga. Wir haben die großen Geschichten der Nationalmannschaft. Aber wir spiegeln natürlich auch ganz, ganz wichtige Momente der Nationalgeschichte anhand des Fußballs und können so auch wichtige Vermittlungsarbeit leisten. Das ist unser Auftrag, gerade auch für Schulen. Wir bieten viele Führungen an. All das gibt es zu erleben im Deutschen Fußballmuseum. Ich hoffe, ich habe ein wenig Lust machen können und wir sehen uns irgendwann im Deutschen Fußballmuseum. Herzliche Grüße, euer Manuel Neukirchner.